Caesarea am Meer. Hier saß der Apostel Paulus 2 Jahre im Gefängnis. Die Jerusalemer Juden hatten ihn angezeigt. Er machte von seinem Recht als römischer Staatsbürger Gebrauch und berief sich auf den Kaiser in Rom. Deshalb wurde er unter Bewachung römischer Soldaten mit dem Schiff in die Hauptstadt des Römischen Reiches gebracht. Man schrieb das Jahr 58 nach Christi Geburt. Die Reise des Paulus führte zuerst an der libanesischen Küste entlang. Dann segelte das Schiff Richtung Zypern, an seiner Heimatstadt Tarsus, vorbei. Kreta kam in Sicht. Die Winterstürme auf dem Mittelmeer hatten eingesetzt. Die Landung auf der Insel scheiterte. Eine Katastrophe bahnte sich an. 14 Tage trieb das Schiff auf dem Meer. Dann lief es auf eine Sandbank auf. Erst später erfuhren die Reisenden, dass man an der Insel Malta gestrandet war. Die Bewohner Maltas haben dem Paulus auf einem Felsen vor der Insel ein Denkmal errichtet. Und sie zeigen heute noch eine Grotte, in der Paulus nach der Landung Zuflucht gesucht haben soll. Von den Bewohnern wurde er freundlich empfangen. In Rabat, der alten Inselhauptstadt, war sein erster Zufluchtsort. Die große Kirche ist ihm geweiht. Sie ist erbaut über einer Höhle, in der er gewohnt haben soll. Dort steht eine Statue von ihm, tief unter der Erde. Viele Menschen kommen zur Verehrung hierher. Auch in Malta ließ Paulus nicht ab von der Verkündigung der frohen Botschaft des Jesus von Nazareth. Die Einwohner der Insel wurden damals Barbaren genannt, weil sie weder Lateinisch noch Griechisch sprechen konnten. Malta gehört heute zu Europa, aber der Einfluss Afrikas ist bis in die Sprache hinein noch spürbar. Malta ist heute eine dicht besiedelte Insel mit vielen Kirchen. Paulus, so berichtet die Bibel, predigte hier weniger als sonst. Er war auf der Durchreise, wollte, dass die Botschaft Rom erreichte, die Hauptstadt des Weltreiches. Auf Malta sieht man immer wieder wunderbare Dinge. Wie hier an der Straße nach Rabat. In diesem Baum soll der Blitz geschlagen sein und danach ist diese Figur daraus gewachsen. Ihn verkündigte Paulus, Christus, den Gekreuzigten. La Valletta ist heute der Haupthafen der Insel. Alte Festungen zeugen von einer bewegten Vergangenheit. Von 1530 bis 1798 stand die Insel unter der Herrschaft der Malteserritter. Aus der Römerzeit sind wenige Reste erhalten. In der Innenstadt von La Valletta steht diese große Kirche. Sie ist ein Zentrum der Verehrung des Paulus. Man nennt sie Schiffswrackkirche. Manche Malteser bekreuzigen sich, wenn sie an ihr vorbeigehen. Im Innern sind an den Decken zweier Seitenschiffe große, ein wenig pathetische Gemälde zu sehen, die an die Ereignisse jenes Winters erinnern. Die Wirklichkeit hat für Paulus damals anders ausgesehen. Erinnerung verklärt. In einer Kapelle steht ein Teil jener Säule, an der Paulus in Rom später enthauptet worden sein soll. Die andere Hälfte werden wir in Rom am Ort seiner Hinrichtung wiedersehen. Papst Pius VII. Hat sie 1818 den Maltesern zum Geschenk gemacht, zum Dank für die tatkräftige Hilfe beim Kampf gegen die Pest auf Malta. Sie ziert das Haupt des toten Völkerapostels. Auch eine Reliquie des Heiligen, sein rechter Handgelenkknochen, wird hier verehrt. Man mag darüber denken, wie man will, Paulus scheint den Maltesern Gold wert zu sein. Nach einem Aufenthalt von 3 Monaten konnte Paulus die Reise fortsetzen. Er scheint in dieser kurzen Zeit auf der Insel beliebt geworden zu sein. In der Apostelgeschichte heißt es: Sie erwiesen uns große Ehre,
Und als wir abfuhren, gaben sie uns mit, was wir nötig hatten. Heute kann man mit einer großen Fähre von La Valletta in einer Nacht nach Italien fahren, anders als in Zeiten der antiken Seereisen. Malta lag nun hinter Paulus. Er unterbrach die Reise für 3 Tage in Syrakus auf Sizilien, dann ging es Richtung italienische Küste, zum Hafen Puteoli. Heute kann man nur im großen Hafen von Salerno landen, nicht weit von Puteoli entfernt. Wenn man das Gebirge auf der kühn gebauten Autobahn von Salerno aus in 2 Stunden durchquert hat, ist man am Golf von Neapel. In Puteoli ging Paulus an Land. Niemals mehr sollte er ein Schiff besteigen. Der Dom von Puteoli, heute Puzzuoli, ist dem heiligen Paulus geweiht. An der Außenfront ist eine Gedenktafel angebracht. Darauf steht: dem Paulus von Tarsus, dem Apostel der Völker, dem Verteidiger der Wahrheit. 7 Tage hat er hier zugebracht. Dann ist er mit seinen Glaubensbrüdern weitergereist. Das alte Puzzuoli macht einen etwas heruntergekommenen Eindruck, aber mit Charme. Man sieht Bilder, die auch Paulus gesehen haben könnte. Von hier aus waren es noch ein paar Tage Fußmarsch bis Rom. Paulus hatte Begleiter, die ihm aus der Hauptstadt entgegengekommen waren. Bis Terrasina wanderte Paulus immer der Küste entlang. Er hatte Zeit, noch einmal die Weite des Meeres in sich aufzunehmen, das Licht und den Himmel. Hundert Kilometer lang zieht sich die Via Appia hinein nach Rom. Die Strecke war einst gefürchtet wegen der Sümpfe, die hier nach und nach trockengelegt wurden. Daran erinnert noch der Kanal. Die Via Appia gehörte zu den wichtigsten Lebensadern des Römischen Reiches. Ohne das römische Straßennetz hätte Paulus seine Reisen nicht machen können und das Christentum hätte sich nicht so schnell ausgebreitet. Die letzte Nacht vor Rom verbrachte Paulus in Tres Tabernae, was so viel heißt wie 3 Rasthäuser. Mitten im Feld dieses Mosaik mit Lilienmotiven. Es liegt direkt neben der Straße und wird doch von allen übersehen. Nähert man sich der Stadtgrenze, dann wird der Verkehr immer dichter. Mit den Fortbewegungsmitteln der Antike dürfte es ähnlich gewesen sein. Bei Torre Appia zweigt die Fahrstraße ab und es geht weiter auf der alten Via Appia. Sie ist fast noch im Zustand von damals.